Wir sind in Walldorf, wo das bekannte Softwareunternehmen SAP zu Hause ist. Aber wir sind nicht direkt dort, sondern direkt daneben im Partnerport, einem Bürocenter für Firmen aus der IT-Branche. Hier hat jetzt die Künstlergruppe V-Art aus Wiesloch ein neues Domizil gefunden. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, wie die Vorsitzende Elfriede Breitwieser feststellte. Ja, wir haben hier einen ganz tollen Kooperationspartner gefunden. Die Firma Partnerport, die Verwaltungsgesellschaft mit dem Herrn Prunke, der uns angeboten hat, hier doch eine Ausstellung zu machen. Und zwar nicht nur einmal, sondern wir werden das jährlich wiederholen. Das ist für uns ein ganz großer Vorteil, weil wir ja eine Gruppe von mittlerweile über 115 Teilnehmern sind und immer so eine große Location brauchen, wo wir alle Künstler zeigen können. Ja, und unser Kurator steht neben mir, das ist Klaus Bast. Klaus Bast hat die Plätze bestimmt, wo was hängt. Und das war eine große Herausforderung. Das kann man wohl sagen, aber dank unserem Team, das dann gehängt hat, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und es war wirklich eine Herausforderung und hat uns sehr viel Zeit und Mühe gekostet. Ja, und warum ist denn nun der Künstlerkanal aus dem Rheinland hier in das Rhein-Neckar-Gebiet gekommen? Das hängt mit dem Künstlerehepaar Ingrid und Knut Reinhardt aus Swistal bei Bonn und dem berühmten Sohn der Stadt, Ludwig van Beethoven, zusammen. Ja, also wir sind jetzt wieder hier in dem Großraum Mannheim und sind sehr froh, eingeladen worden zu sein von dem Kunstverein V-Art. Wir sind gerne hergekommen und zwar mit unserem berühmten Beethoven. Wir wollen auf diese Weise auch ein bisschen Werbung machen für das große Ereignis im Bonner Raum 2020, wo eben halt das Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven stattfindet. Am 26.07. war die Vernissage zur neuen Ausstellungsreihe Art Import. Zur Einstimmung gab es kühle Getränke und dezente Musik. Jürgen Brunke vom Partnerport erklärte dann, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Und wir haben versucht, in den letzten Monaten so ein bisschen Leben in diesem Partnerport zu bringen, weil wir alle verbringen, wenn wir arbeiten gehen, die meiste Zeit auf der Arbeit und haben so einen Ansatz gefunden, zu sagen, wir sind mehr als nur ein Arbeitsplatz. Wir haben ein Casino, wir haben ein Restaurant, wir haben Verwaltung, wir haben Duschen. Das sind so kleine Bausteine. Das ist eben eigentlich meine Welt. Und dann, und das muss ich jetzt wirklich mit Stolz sagen, hatte ich das Glück, über meine Kollegin Frau Schwörs, die jetzt erstmal bitte einen riesigen Applaus kriegt. Und die sicher alle Kollegen kennen, hatte ich das Glück, in meinem Team eine Kollegin zu haben, die ein Draht zur Kunst hat, die ein Gefühl hat, die auch gesagt hat, ja, ich kann hier auch Leben reinbringen, aber anders als du mit deiner Cafeteria und deinem Casino. Was ist denn mit dem Thema Kunst im Partnerport? Mit V-Art hat das so hervorragend geklappt. Das ist so, das kann ich an den Verein nur weitergeben, Frau Breitwieser, habe ich schon erzählt. Ich habe noch nie in meiner beruflichen Arbeit mit einem Verein zusammenarbeiten dürfen, der so enorm gut organisiert ist. Also da, Frau Breitwieser, herzlichen Dank an Sie und das Team. Kann ich nur so sagen. So, das wäre mein Part. Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil es ist wirklich... Während Frau Breitwieser ein paar weitere Informationen zu dieser Ausstellung gab, haben wir versucht, mit der Kamera ein paar Impressionen von der Ausstellung einzufangen, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit, da wir nicht sicher sind, ob wir in diesem Labyrinth der vielen Gänge und Räumlichkeiten alles gefunden hatten. Ich wollte jetzt für die, die uns noch nicht kennen, einfach noch mal was zu V-Art sagen. Wer ist V-Art? Was machen wir? Wie kam das Ganze überhaupt zustande? Also wir sind ein Zusammenschluss von derzeit über 115 freien Künstlern. Wir haben jetzt in dieser Ausstellung 31 Künstler. Es sollten ein paar mehr sein, ein paar sind dann abhanden gekommen, aber die werden sicher das nächste Mal mitmachen, bin ich überzeugt davon. Wir zeigen ihnen Malerei, Skulpturen, Plastiken, Fotokunst und Objekte und Installationen. Eine Vielzahl unserer künstlerischen Bandbreite. Diese Räume sind wunderschön.
Es sind endlose Gänge, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir zusammengelaufen sind am Samstag, aber das dann so zu hängen, wie es jetzt hängt, dass das alles irgendwie zusammenpasst, ja, das war jetzt wirklich eine tolle Leistung, weil das geht natürlich nicht alleine, sowas. Und wir haben hier knapp 200 Kunstwerke hängen, stehen, das geht nur in Teamwork. Und wir haben tolle Teams gehabt, die gehängt haben. Anja war immer vorne dran, Anja hat die ganze Infrastruktur geschaffen, hat noch Leisten anbringen lassen, hat die Haken und die Seile dafür besorgt. Ich will noch kurz was zur Historie sagen. Wir haben uns mal gegründet hier mit Walldorf zusammen. Die Künstlergruppe hieß mal Wiesloch-Walldorf und wurde 1982 gegründet. Wir haben seit Mitte 2011, wir haben dann immer mehr Mitglieder dazu gekriegt, wir waren dann irgendwann mal so um die 50 und dann haben wir gesagt, oh, das wird so ein bisschen schwierig, ich glaube, wir brauchen so eine Vereinsstruktur. Und dann haben wir einen Verein gegründet, gemeinnützigen, eingetragenen gemeinnützigen Verein. Unser Hauptsitz ist Wiesloch, also wir haben jetzt mit Walldorf direkt nichts mehr zu tun und da kommen auch mehr Künstler her von uns. Und die kommen aber, wie ich schon gesagt habe, aus der ganzen Metropolregion, unsere Künstler. Also offizielle Kunstausstellungen, das ist mir alles zu elitär. Also wir sind da vollkommen unkompliziert, pragmatisch. Wir wollen, dass man unsere Kunst einfach versteht oder auch nicht. Also es gibt natürlich immer Sachen, die man versteht, andere nicht. Also Sie werden auch sehen, wir haben eine riesen Bandbreite, die wir heute auch damit ablichten wollen. Und das hat aber den Vorteil, und das bekommen wir immer wieder bestätigt, dass die Leute sagen, ja, ihr seid so vielfältig, da ist immer für jeden auch was dabei. Also wir sind nicht so einseitig und haben dann auch bei so einer großen Ausstellung natürlich auch kein Thema. Unser Thema ist Art Import. Wir wollen den Menschen, die hier arbeiten, die hier ja einer Arbeit nachgehen, die sehr computerorientiert ist, die sehr anstrengend auch ist und die jetzt von der Seite her wenig kreativ ist. Ich meine, klar, IT ist auch kreativ, aber anders. Wollen wir einfach einen Ausgleich finden, dass sie, wenn sie aus ihrem Büro rauskommen, durch die Gänge gehen und sagen, ach ja, ist das wieder schön hier. Die Vernissage fand dann im Casino ihren Ausklang mit kühlen Getränken, einem leckeren Buffet und netten Gesprächen.